Ich habe Kernenergie studiert. Ich habe zum Beispiel bei Peter Higgs, dem Entdecker der Higgs-Teilchen, studiert in Edinburgh in Schottland. Meine erste Stelle war dann am Max-Planck-Institut für Physik in München. Damals war der Chef Professor Heisenberg, der Entdecker der Quantenmechanik. Meine zweite Stelle war in Kyoto, Japan, bei Professor Yukawa, dem Entdecker der Kernkräfte. Später bin ich dann an die Technische Universität München gekommen, habe dort an der Schnittstelle gearbeitet zwischen Mathematik und Physik, also sowohl bei der Kernenergie als auch zum Beispiel bei der statistischen Auswertung von medizinischen Daten. Meine erste Bekehrung sozusagen war, als ich die Energiebilanz der Atomkraftwerke angesehen habe. Dieser enorme Energie- und Materialverbrauch, der vor allem beim Bau der Kernkraftwerke so wichtig ist. Aber dann völlig zum Gegner bin ich geworden, weil ich Bürgerinitiativen, gratis natürlich, als Sachbeistand in Prozessen zur Verfügung stehe, nach wie vor auch heute noch. Und dabei habe ich gesehen, wie bei uns in Deutschland praktisch mit der Sicherheit der Atomkraftwerke umgegangen wird. Das ist so grauenhaft, da kann man einfach nicht mehr für Kernenergie sein. Wir werden, Entschuldigung, das harte Wort, von oben bis unten belogen. Es wird immer noch von Energiewende gesprochen, es ist ein Zickzackkurs. Am Anfang hat Angela Merkel die Laufzeitverlängerung, also pro Atomkraft gemacht. Dann gezwungen durch die Massendemonstrationen nach Fukushima hat sie das Gegenteil gemacht, hat sie eine Energiewende angefangen, hat etliche Atomkraftwerke stillgelegt. Dann kam unter Peter Altmaier wieder ein halber Kurs zurück, jetzt mit der neuen Regierung vollkommen zurück. Das heißt, es ist ein Zickzackkurs, der auch unserer Wirtschaft schadet. Das Wichtigste für die Wirtschaft ist Verlässlichkeit. Sie muss planen können. Egal, auch wenn die Rahmenbedingungen schlecht sind, man muss planen können. Und genau das macht Merkel kaputt. Also unabhängig jetzt von der Energiewende, das, was sie tut, ist einfach schlecht für die Wirtschaft. Ja, da wird auch viel Falsches verbreitet. Es ist heute so, dass immer noch, wenn man alles zusammenzählt, die Atomenergie deutlich höher subventioniert worden ist als die erneuerbaren Energien. Das ist in der Bevölkerung nicht bewusst, weil die Subventionen für die Atomkraft über die Steuern laufen. Das merken die Leute nicht. Die wissen nicht, wo unsere Steuern hingehen. Während die Subventionen für die erneuerbaren Energien am Strompreis hängen. Das heißt, die Leute ärgern sich über den hohen Strompreis, aber sehen nicht, dass ihre Steuern in die Atomenergie und vor allem auch in die Kohleenergie gehen. Das ist das eine, was falsch läuft. Das zweite ist, dass die hohen Abgaben für die erneuerbaren Energien eigentlich den erneuerbaren Energien gar nicht oder nur sehr zum Teil zugutekommen, dass das eigentlich eine Subvention ist für die Großindustrie. Also auch hier werden einfach falsche Daten genannt. Das sicherste, vor allem auch wirtschaftlichste, ist Energie, Stromerzeugung in Bürgerhand. Da haben sich viele Genossenschaften und ähnliche Gruppierungen gebildet. Das ist gut, das ist effektiv, da kann man auch gut Geld verdienen. Da versucht die EU zusammen mit unserer Bundesregierung diesen Weg kaputt zu machen. Für mich ist es ein Unsinn, diese Höchstspannungsleitungen zu bauen, quer durch Deutschland. Es wird immer gesagt, das wäre für die erneuerbaren Energien nötig. Tatsächlich, wenn man hinschaut, bringen die Braunkohlestrom nach Süddeutschland von Norddeutschland. Und Braunkohle ist wohl sowohl die klimaschädlichste Form der Stromerzeugung, als auch eine sehr unwirtschaftliche Form der Stromerzeugung, weil man wirklich alle Kosten, Umweltkosten und so weiter mit einbezieht. Das heißt also, was hier passiert, ist nicht nur eine finanzielle Manipulation, wir werden an der Nase herumgeführt mit den Daten, die uns gebracht werden, es ist auch wirtschaftlich unsinnig. Und was getan werden müsste, ist, dass man den Ausbau der erneuerbaren Energien so weiterlaufen lässt, wie er bisher läuft.
Wir haben in Deutschland zu viel Strom. Auch das ist vielen Leuten nicht bewusst. Viel zu viel Strom. Und deswegen müssten wir diesen überschüssigen Strom, den wir zu bestimmten Zeiten nicht brauchen, speichern. Dafür gibt es Technologien, die sind im Augenblick noch teuer. Ich denke an das Schlagwort Windgas. Das wäre möglich. Man könnte damit eine sichere Stromversorgung für ganz Deutschland machen, nur mit erneuerbaren Energien. Das geht. Ein bisschen Forschungsarbeit wäre nötig, um das rentabler zu machen. Aber das wäre der Weg, den ich vorschlagen würde. Vielen Dank, Professor Dr. Klaus Buchner.